Moin, moin, liebe Freunde des Online-Pokers. Hier spricht wieder euer Eggesach. Ich habe mir gedacht, dass ich ein weiteres Live-Play-Video für euch rausbringen möchte. Zwar habe ich ganz gute Kritiken für das letzte bekommen, wo ich 4 Tische 25 NL Euro Full Ring gespielt habe. Und jetzt mache ich für euch ein 50 NL Video. So, ja, die Kings gedreibettet Preflop und nicht das beste Board, um wegzustecken. Keine Information über den Gegner. Glaube, ich kann's check callen und den River dann check folden. Alternative wäre, dass ich jetzt einfach noch mal eine Bet folde. Aber ich möchte nicht hier den kompletten Stack reinbekommen. Dafür ist mir die Hand nicht gut genug auf dem Board. Spieler callt meine 3-Bet, das macht er häufig mit diesen mittleren Pockets. Das ist wieder eine sehr gute Karte für mich. Tja, gegen die Flushes bin ich hinten. Set-Kombinationen sind dadurch etwas reduziert. Und ich gehe davon aus, dass er Mate-Hands, die schlechter sind als meine, meistens behind checkt und dann nicht nochmal all-in geht mit. Also so eine Hand wie Ace 10, Jacks, Queens checkt er meistens behind und da habe ich halt gute Hoffnung, den Schulern in ja, paar Fällen zu gewinnen. Wenn er dann reinschrubbt, irgendwie, ja, kann ich wahrscheinlich einen Fold finden. So. Okay, Schwerpunkt, was ich mit euch heute machen werde, ist mein HUD mit euch durchzugehen. Letztes Mal habe ich ja schon viel über das Setup erzählt, den Stars Helper und was der so bei mir anrichtet. Und da habe ich nicht mehr die Zeit gehabt oder die Muße, etwas zu meinem HUD zu sagen. Das hole ich heute nach. Ups. Und ja, ist relativ übersichtlich. In der ersten Zeile dieses Note-Icon. Da lasse ich mir vom Note-Caddy bestimmte Rubriken anzeigen, wie zum Beispiel mit welchen Händen der Preflop Cold Called in Position, mit welchen Händen der 3-Bet in Position, 3-Bet out of position. Also da habe ich mir wirklich bloß ein paar Sachen rausgepickt aus dem kompletten Notecaddy-Fundus. Da kann man sich irgendwie sehr, sehr viele von diesen Rubriken anzeigen lassen. Und das ist mir ein bisschen zu viel. Habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt das, was wirklich interessant ist und das, dass ich Ranges vom Gegner anzeigen lasse. Und Postflop nehme ich eigentlich, oder habe ich genommen, womit der Gegner zwei Barrels abfeuert oder drei Barrels abfeuert, also mit welcher Handstärke. Falls es zum Showdown gekommen ist, zeigt er mir das dann an. Und mit welcher Handstärke er diese zwei Barrels oder drei Barrels called. Das zeigt er mir dann für Postflop an, aber auch nicht mehr. Also das ist sehr, sehr. Ich nutze wirklich bloß so 10% oder 15% von dem, was eigentlich möglich ist. Ist, um es für mich einfach zu halten und alle anderen Informationen sind dann halt auch irgendwie zu viel für mich beim Spielen, das zu verarbeiten. Okay, 7-8 suited. Könnte man mal open raisen, zumindest sieht es so aus, ob ich hier ein. Ja, ich würde mal auf den ersten Blick schwächeren Gegner
im Big Blind sitzen habe, von dem ich noch nicht allzu viele Werte habe. Also ich gehe davon aus, dass dann kein Regular ist, der fest im Sattel sitzt, sondern vielleicht eher ein Gelegenheitsspieler. Kann natürlich auch ein guter Gelegenheitsspieler sein oder auch ein schlechter, aber zumindest ist es für mich schon okay, wenn ich sehe, dass ein Nicht-Regular in den Blinds sitzt, um einen zweifelhaften Open Raise zu machen mit so einer Hand wie 7-8 suited. Wenn ich die Wahl habe, irgendwie das wegzulegen oder zu spielen, dann brauche ich halt irgendwelche Targets, um mir den Raise schmackhaft zu machen. Das sind halt Nicht-Regulars, die entweder, ja, die meistens zu so den Blinds sitzen. Okay, das nur dazu. Das Heads-Up-Display. Dann habe ich hier dieses Auto-Rate-Icon. Das nutze ich, um. Muss mal kurz gucken. Der foldet in bisher 60% der Fälle auf den Stil vom Small Blind aus. Das ist keine große Sample Size, aber zumindest scheint er ein bisschen nittiger zu sein, ein bisschen tighter. Und dann gehe ich davon aus, dass ich mit so einer Hand wie König 7 Offsuit auch profitabel vom Small Blind aus angreifen kann. So, und dieses Auto-Rate-Icon nutze ich, um diese Farben zu verwenden, um bestimmte Eigenschaften tatsächlich mit so einem Farbkästchen dem Spieler zu geben. Hier unten haben wir ein Farbkästchen gelb umrandet. Das heißt, ich habe ihm die gelbe Farbe gegeben. Das bedeutet, dass der Spieler am River bluffy ist. Das heißt, ich habe ihn schon ein oder mehrere Male am River einen Bluff spielen sehen. Und das ist für mich relativ wichtig zu wissen, dass der Gegner überhaupt erstmal fähig dazu ist, am River zu bluffen. Es gibt einige Nits, die das so gut wie gar nicht in ihrem Repertoire haben. Und dementsprechend weiß ich auch, dass ich gegen diesen Spieler mit Händen, die Bluff-Catcher-Potenzial haben, durchaus auch häufig einen Call finden kann. So, und andere Rubriken habe ich hier mal für euch. Also, ja, Yellow, River Bluffy, Rot, Non-Believer, falls ich gesehen habe, dass der Gegner mich light runtercallt, dass mir nicht glaubt, oder zumindest nicht die Hand glaubt, die ich repräsentieren möchte. Mit dem Ace of Spade mache ich hier eine Conti-Bet mit der Overcard und den ganzen Backdoors. Ohne das Ace of Spade würde ich die Hand wahrscheinlich weglegen. Jetzt gucke ich mir mal an, wie häufig der am Turn auf der Conti-Bet foldet, bis hier 0 aus 2. Die Karte verändert die Board-Textur nicht besonders, gibt mir eigentlich auch bloß einen Gutshot, der nicht allzu viel wert ist. Und dementsprechend gebe ich die Hand dann halt am Turn auf. So. Okay, ja, was haben wir noch? Inducer. Orange. Falls jemand irgendwie mit so einem Top-Pair oder mit irgendwie einer starken Hand drauf, also eher checkt, um mich bluffen zu lassen. Wenn ich das gesehen habe, dann kriegt er gleich so ein oranges Kästchen. Slow-Player erklärt sich von selber. Believer ist das Gegenteil von Non-Believer. Lila haben wir Overplayer, das heißt ein Spieler, der seine Handstärke Post-Flop überspielt. Also vielleicht einen zu großen Pot mit Top-Pair aufbaut oder irgendwie mit einen Babyflush irgendwie auf dem Paired-Board irgendwie Broke geht für 150 Big Blinds. Irgendwie sowas halt. Und hellblau dann, das Gegenteil davon, der Underplayer. Wenn ich gesehen habe, dass jemand sein Bottom-Set zu ängstlich spielt und mehr so als Bluff-Catcher, dann ist es für mich eine Players-Not wert. Also eine farbliche Umrandung des Stats-Kastens, um halt noch diese zusätzliche Information zu haben. So, dann haben wir den Namen und da habe ich ein Pop-up mit den Showdown-Werten und dann habe ich noch eine extra Rubrik Equity-Realisation. Das sind Werte wie One-Win-Soft-Flop, Aggression-Prozente und das Betting-Volumen. Mit diesen Stats, ich will ja jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber mit diesen Stats kann ich zumindest darauf schließen, wie
häufig mein Gegner mich meine Equity realisieren lässt im Pot. Und das bedeutet, wenn ich einen Spieler habe, der das selten zulässt, dann mache ich keine Calls oder keine knappen Calls out of position. Und dann versuche ich halt irgendwie Preflop schon schwache Hände, knappe Hände einfach wegzulegen und tighter zu spielen gegen den Gegner, weil ich weiß irgendwie, das gibt Action, da kommen Barrels gefeuert oder der versucht dann halt irgendwie die Pötte oder sehr um Pötte zu kämpfen und ich habe es dann schwerer zum Showdown zu führen, meine Hände zum Showdown zu führen. Gut, dann haben wir hier die Anzahl der Hände und das Default versus Hero Pop-up. Das nutze ich aber kaum, muss ich ehrlich sagen. Also das, da kann ich noch überlegen, ob ich das umbaue und da irgendwas anderes für nehme. So, dann haben wir die zweite Zeile, V-Pip. Da habe ich mir ein Pop-up gebastelt mit den Aggression-Werten hier unten. Dann habe ich hier Raise First In, Cold Call, Limp, Limp Re-Raise, positionsabhängig. Dann habe ich hier noch in Hellblau, wie der. So, kurz gucken, ob hier Action ist. Ich glaube, das kann ich schon mal folden. Wie der Gegner irgendwie. Ja, ob er einen Delayed C-Bet macht, ob er, wenn zu ihm gecheckt wird, den Flop irgendwie angreift, ob am Turn den Pot angreift, wenn am Flop durchgecheckt wurde und so weiter und so fort. Also das sind alles so Werte, die mir anzeigen sollen, wie häufig der Gegner Pötte klaut, wenn gecheckt wird, oder wie er darauf reagiert, wenn Pötte geklaut werden. So. Okay, was hier passiert ist. Der Gegner scheint mir doch ein bisschen Maniac-mäßig drauf zu sein. Da werde ich auch gar nicht versuchen, den Pot anzugreifen. Der Pot ist zu klein und Gegner kann ich nicht einschätzen. Das ist, glaube ich, völlig okay. Nach 6 Händen irgendwie so 46, 83, 43. Würde ich erstmal als Maniac. So, und hier haben wir einen Squeeze und der Spieler hat 0 aus 38 als Squeeze-Wert. Da kann ich, glaube ich, ganz gut auf Set Value callen. Ist sehr knapp irgendwie. Ich glaube, ich werde es einfach mal wagen. Und wenn ich einen Call auf Set Value mache gegen den Spieler hier, dann muss ich natürlich auch diszipliniert genug sein, um auf so einem Board dann wegzulegen, beziehungsweise. Jetzt gucke ich mir mal an, wie häufig Check foldet er. Sehr häufig im Single Raise Pot. Vielleicht macht er es auch häufig im 3-Bet Pot. Will ich zumindest mal so Hälfte Pot anspielen, um seinen Ace King oder Ace Queen zum Folden zu bekommen. Denn das ist durchaus Bestandteil seiner Hand Range. Könnte auch behind checken und warten, dass er den Turn nochmal checkt, um dann anzugreifen. Aber wie gesagt, ich will keinen Ass, keinen König oder keine Dame sehen. Das sind die Karten, die ihm weiterhelfen können. Und das ist eine Bet, die nicht unbedingt vor Value ist, aber die im Prinzip vor Protection ist. Vor quasi ihm die Free Card zu verwehren. Denn meistens ist es halt so, dass. Ich, wenn ich behind checke, von ihm auch keine Delayed Quantity Bet bekommen. Oh, schön großer Open Raise. Da warte ich mal auf eine starke Hand und dann können wir mal ein Tänzchen wagen mit dem Maniac. Vorher allerdings nicht. So, dann haben wir den Preflop Raise Wert und dahinter versteckt sich ein Blind versus Blind Pop-up, wo ich tatsächlich bloß die Werte habe, die im Small Blind Big Blind Battle produziert werden. So, da kann ich nur mit callen. Werde ich nicht angreifen gegen zwei Leute.
Also gerade gegen den Maniac. Kann es durchaus sein, dass er mit einem schwachen Ass in den Check-Call-Modus geht, dass er trappen möchte. Also immer wenn ein Maniac auf dem A-Sideboard keine Conti-Bet macht, dann läuten bei mir so ein, zwei Alarmglocken und dann sage ich, also, das kann eigentlich gar nicht angehen, dass er auf so einem Board dann keine macht. Meistens verbirgt sich eine starke Hand drunter. Und wir haben halt noch diesen dritten Spieler. Als Unbekannte, ich denke, es ist sinnvoller, wenn ich mir hier die Free Card nehme, vielleicht irgendwie jetzt eine 6 oder eine 5 zu spiken und entweder ein Set zu turnen oder zumindest Equity im Open Ende aufzugabeln. Okay, dann habe ich hier den Total Steal Wert. Da habe ich einen Pop-up, wo die Steal-Werte, die Werte gegen einen Steal, also die Blind Defense-Werte und die Werte in Abhängigkeit von der Position noch aufgeschlüsselt sind. Und ja, die Pop-ups, die ja, kriegen halt, je größer die Datenmenge ist, je größer die Handanzahl pro Spieler ist, natürlich mehr Gewicht und mehr Wumms. Keine Frage. Hier auf NL50, was ich nicht allzu häufig spiele, da habe ich halt nicht so viele Werte von den Gegnern auf NL100 oder auch auf NL200. Da sieht es noch ein bisschen anders aus. Okay, dann habe ich hier noch den Checkfold Flop-Wert. Und im Pop-up habe ich dann Checkfold, Checkcall, Checkraise. Zum einen im Single Race Pot und zum anderen im 3-Bet Pot aufgeschlüsselt auf die jeweiligen Straßen. Und da habe ich den Donk Bet Wert, Flop Turn River und versus Donk Bet. Was er dann macht, Donk Bet Fold, Donk Bet Call oder Donk Bet 3-Bet. So, dann habe ich hier 3-Bet Position, einmal versus Position. Das heißt also, wie häufig er gegen Early Position 3-bettet, wie häufig er gegen Middle Position 3-bettet. Und hier auf der anderen Achse dann, je nachdem, wie häufig der im Small Blind auf dem Button, Cutoff und so weiter 3-bettet. Squeeze und Squeeze Fold. Da kann ich noch ein paar zusätzliche Werte reinnehmen. Also den Bereich Squeeze könnte ich tatsächlich noch ausbauen. Dann haben wir hier unten noch versus Hero, weil das ist eigentlich ganz wichtig zu sehen, irgendwie, ob die Spieler gegen mich anders 3-betten als gegen andere Gegner. Da ist wohl das wichtigste versus Hero, was man haben kann, also versus Hero 3-bet. Das vergleiche ich halt immer, und wenn ich sehe, dass derjenige mich ja, rausgepickt hat und mich irgendwie beackert mit irgendwelchen 3-bets. Dann kann ich auch dementsprechend noch Leiter zurückschlagen. Den Mickey Mike mal als 3-Bet Happy markieren. So, dann habe ich hier versus 3-Bet, also einmal versus 3-Bet. Also Fold versus 3-Bet in Position und out of Position. Dann 4-Bet und hier unten versus 4-Bet Fold Call. Und 5-Bet und Fold to 5-Bet auch aufgeschlüsselt auf die jeweilige Position. Und einmal total. So, das war der Hund, der im Hintergrund hier rumkaspert. Fiete! Hinlegen. Ja, der schafft es keine Stunde mal ruhig zu bleiben. So, was haben wir denn hier? Das kann ich mal entsorgen und hier gucken wir uns mal an. 3-Bet im Small Blind einigermaßen viel. Hier könnte ich mal eine Cold 4-Bet wagen, denn das ist so eine typische Hand mit Blockerpotenzial, um diese Cold 4-Bet zu machen. Dazu brauche ich zum einen einen losen Open Raiser vom Button.
Dann brauche ich jemanden, der häufig vom Small Bet aus 3 bettet. Haben wir hier. Und dann brauche ich eine Hand, die starke Handkombinationen blockt. Also sowas wie King Queen oder Ace Queen oder Ace Jack Offsuit. Also eine Hand, die tatsächlich zu schwach wäre, um zu callen oder natürlich zu schwach ist, um for Value zu 4-betten. Weil reinbekomme ich es damit halt nicht komplett, aber die häufig genug den Pot dann abgreift. So, was haben wir denn noch? Dann haben wir Conti-Bet. Erklärt sich eigentlich auch von selber. Einmal Total, dann aufgeteilt in Single-Raise-Pot und 3-Bet-Pot. Dann noch jeweils Conti-Bet Fold, Conti-Bet Call, Conti-Bet 3-Bet. So, und das gleich nochmal für Fold. Also versus Conti-Bet, Fold, Call und Raise, Single-Raise-Pot, 3-Bet-Pot. Okay, dann haben wir es fast mit dem Hut, bis auf eine Kleinigkeit. Ich habe da selber ein bisschen rumgetüftelt und überlegt, so wie kann ich beim Multitablen besser einschätzen, ob ein Tisch profitabel ist oder nicht. Und allein an den Preflop-Raise-Zahlen das abzumachen, ist mir ein bisschen zu schwammig gewesen. Also habe ich mir gedacht, ich muss jetzt irgendwie es schaffen, mir einblenden zu lassen, ja, wie die durchschnittlichen Winrates sind. Und das kann man über diese Table-Stats nicht machen. Das ist leider nicht möglich. Zumindest bietet es der Rule-Manager da nicht an. Und dann habe ich mir gedacht, dann nehme ich eigentlich von jedem Spieler die Winrate in ja, Big Blind pro 100, mache sie als eigenen kleinen statistischen Wert in so ein Kästchen und pack sie in so einen Ring. Und der Ring ist dann quasi symbolartig für die Position am Tisch. Das heißt also, oben links ist dann die Winrate von dem Spieler, oben rechts ist die Winrate von dem Spieler, sodass ich dann an diesem Winrate Circle, gleich kann man den einfach mal so nennen, ablesen kann irgendwie, ja, welcher Spieler welche Winrate hat. Sondern immer wenn ich auf diesen Kreis sehe, kann ich dann halt relativ schnell einschätzen, irgendwie handelt es sich um einen profitablen Tisch oder nicht profitablen Tisch. Natürlich ist es so, dass bei diesen Sample Sizes die Winrate keine große Aussagekraft hat. Aber für Ring, wenn man viele Tische gleichzeitig spielt, hat man halt auch relativ schnell dann halt auch viele Hände zusammen von den Gegnern. Und gerade von den Regulars kann man dann halt schon eine Tendenz ablesen, wenn man da mehrere tausend Hände von hat, ob die ja, das Limit crushen oder ob sie eher Break-Even oder ja, Loser sind. So. Und ja, dieser Winrate Circle, der ist tatsächlich beim Spielen eine ganz gute optische Unterstützung, weil ich halt immer oben in die Mitte gucken muss, um zu sehen, ah, okay. Ideal ist, wenn alles grün ist. Gut ist, wenn die rechte Seite grün ist, weil auf die Spieler habe ich Position. Und nicht ganz so gut ist, wenn bloß die linke Seite grün ist, weil das sind die Spieler, die Position auf mich haben. Und ganz, ganz verheerend ist, wenn das alles rot ist, dann sollte man den Tisch verlassen. Okay, also so viel zu meinem Hut. Ich hoffe, dass es einigermaßen nachvollziehbar ist. Und tatsächlich ist es so, dass ich, wenn ich am richtigen Grinden bin, sehr viele Tische auf habe, Full Ring. Also Full Ring ist halt, also Full Ring No Limit Hold'em ist eine der wenigen Varianten Cash Game, wo man tatsächlich auch sehr viele Tische gleichzeitig spielen kann und trotzdem noch vernünftige Entscheidungen ja, zumindest trifft, wenn man einen guten Gameplan hat. Also 16 bis 18 Tische und
zumindest bei einer überschaubaren Winrate, sind auf NL50, NL100 noch möglich. Und da musst du natürlich auch relativ schnell dann halt auch die Informationen parat haben, die mir durch das Heads-Up-Display eingeblendet werden. Und deswegen brauche ich da auch keine 20, 30 bunten Zahlen pro Spieler. Das macht mich nur müde. Ah, ich möchte aber eine Pot mit denen spielen. Für ein Minraise auf dem Button geht's, glaube ich. Mit der 7-5 suited, das ist eine sehr spekulative Hand. Ja, $1 muss ich auch bezahlen. Ich glaube, da reicht meine Equity noch für. Ich habe mein Backdoor Straight und Backdoor Flush Potenzial. Und das habe ich jetzt nicht mehr. Und glaube, hier kann ich es falten. So, und hier barrel ich einfach zweimal. Und wenn er beide Mal called, werde ich einen Proof den River aufgeben. So, der hat mich irgendwie vor dem Chat irgendwie angemacht, irgendwie, dass ich solide Hände spielen soll, weil er irgendwie Bock hat, irgendwie gegen mich abzuspacken. Also die freie Übersetzung. Mal gucken, was sich da verbirgt, irgendwie, ob der mich kennt oder. Also ob er ein Hater ist oder. Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest mal mit 10-9 suited in Position callen kann ja noch nicht so verkehrt sein. Bange lassen, bange machen. Lasse ich mich hier nicht. Ja, da geht's schon los hier. Und ja. Der Gutshot ohne Backdoor Flush Draw reicht mir hier nicht, um zu floaten. Das lege ich weg. Könnte ein bisschen tight sein, aber es kann gut sein, dass der Spieler halt, hier mal gucken, ja, wenig Tischen dran sitzt. Ich habe ihn mal als 50-50 loose aggressiv markiert. Die Player ist auch schon ein bisschen älter. Jahre 2011. Gott. Und es kann sein, dass es halt ein Spieler ist, der einfach wenig Tische spielt, weil er Zeit hat zu chatten und dann auch die nervige Angewohnheit hat, an den Pötten eher zu kleben, weil er halt gerade wenig Tische spielt. Und dementsprechend möchte ich dann halt, wenn ich gegen den Post-Flop spiele, solideres Hand-Value haben. Und da reicht mir der Gutshot halt nicht, um zu floaten. Und gerade auf so einem Board, was seine Open Raising Range dann auch gar nicht so verkehrt, also gar nicht so schlecht trifft. Naja, halten wir den mal im Auge, den Kollegen hier. Mal sehen, ob wir da nicht noch den einen oder anderen großen Pot gegen ihn ausspielen. So, 5-8. Easy Foot. So, ja, dann werde ich mich jetzt nach dem doch sehr langen Intro über das Hut den Händen widmen. Ein bisschen was zu meinen Entscheidungen erzählen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich das Video machen will. Vielleicht noch irgendwie so 15 Minuten und dann langsam abbrechen. Das sollte eigentlich reichen. So. 60-20. Naja. Erstmal als Fisch markieren. So, Fisch auf Probe. Den auch. Und wenn ein bisschen Zeit ist, dann gerade nichts los ist, dann kann ich ja mal
gucken, was hier so gespielt wurde von den beiden. Boah, relativ unspektakulär. Anhand dieser Hand kann ich den jetzt nicht als Fisch markieren, aber. Ja, ich lasse es erstmal stehen, mal gucken. Also hat keinen vollen Stack. Spielt über ein Tablet und jetzt schon mal zwei Hände hintereinander gespielt. So, der kriegt erstmal Fit of Fold Fisch verpasst nach 28 Händen. 3 aus 4 Fold to Contibet. Und mit 39, 14 noch relativ loose. Das heißt, das ist ein Target, um ihn sehr weit zu isolieren und dann Contibets abzufeuern. Und an dieser Stelle brauche ich gar nicht so eine starke Hand wie King Queen. Diesen Ice Race gegen die beiden Limpe würde ich auch mit einer sehr, sehr weiten Handrange machen, wo auch schwächere Hände dabei sind. Aber weil ich davon ausgehe, dass die beiden Spieler relativ ehrlich dann weiterspielen und ich auch häufig mit einer Contibet Input einsammeln kann. Ah, jetzt haben wir einen interessanten Flop, Top 2, aber Straße möglich. Ist noch nicht, wie ich das jetzt irgendwie handhaben soll. Ob ich hier wegstecken möchte oder nicht. Zumindest muss ich mich erstmal vor diversen Straßendraws beschützen. Und dann gucke ich mal, wie die Gegner darauf reagieren. Solange sie check callen, wähne ich mich vorne. Wenn der jetzt raised und der dann rüber geht, kann ich tatsächlich schon an einen Fold überlegen. Denn das wäre dann doch etwas zu stark. Und tatsächlich ist es so, dass Top 2 auf einem Board, wo eine Straße möglich ist, zumindest für mich nicht automatisch ein Stack-Off ist, sondern dass ich mir schon genau überlege, irgendwie können die Ranges der Gegner aussehen und gerade im Full Ring auf Limits wie NL50 und höher sollte man eigentlich immer in der Laune sein, einen Hero Fold hinzulegen. So. Min-Raise call ich auf Set Value. Den Spieler kann ich isolieren. Ich könnte es auch folden, aber offenbar. So, Cut-Off, Hijack würde ich es wahrscheinlich eher folden, aber auf dem Button. Ich hätte zwar eine schwache Hand, aber das weiß er ja nicht. 9 getroffen. Sehr koordiniertes Board. Also den Bottom Pair und Gutshot. Ich denke, es ist okay, hier eine Bet abzufeuern. Hauptsächlich for Protection. Viel Value hole ich nicht, aber wenn ich auf dem Board keine Conti-Bet abfeuere, dann bin ich halt auch so schwach, dass er dann halt irgendwie den Pot von mir klauen kann. Dann bin ich sehr, sehr capped. Weil mit sämtlichen starken Händen würde ich auf dem Board auch eine Conti-Bet abfeuern, um sie zu beschützen oder Value zu holen. Und ja, jetzt hat er mich gecheckcalled. Jetzt gebe ich ihm Flush Draw, der angekommen ist. König. Vielleicht noch sowas wie Jack 10. Also Middle Paar plus Gutshot. Ich glaube nicht, dass ich hier weiter barreln sollte. Dafür habe ich zu wenig Equity und sehe mich halt einfach gegen. Ich sehe hier keinen König zum Folden bringen gegen einen loseren Gegner und wahrscheinlich auch keine 10. Dementsprechend gebe ich dann doch lieber auf. Beziehungsweise ich checke, es kann ja auch durchaus sein, dass der Gegner runtercheckt und ich gegen so eine Hand wie 7, 8 oder Bube 8 den Showdown gewinne. Ja. Könnte verpasste Draws haben, verpasste Straight Draws, mit denen er jetzt blufft.
Auf dem Board ist mir das dann doch zu dünn. Mit dem Bottom Pair. Das gebe ich dann doch lieber auf. Wenden wir uns angenehmeren Dingen zu. Wie diesen Kings im Small Blind. Und der Ace Queen Hand. Wenn der Gegner einen hohen Full-to-3-Bet-Wert gehabt hätte, dann wäre das eine Hand, um mal ein Light-3-Bet auszupacken. Und bei 46% ist mir das dann doch zu gering. So. Keine Action. Schade. So, 36, 24 und hohe 3-Bit-Werte. Der ist erstmal ein Maniac. Muss mir dann in den nächsten Orbits das Gegenteil beweisen. Wenn er eine andere Farbe haben möchte. Und diesen Juan kann ich nach 33 Händen 18-0 erstmal vielleicht als Semifisch behandeln. Zumindest die Kategorie, wo er am ehesten reinpasst. Also manchmal tun einem die Gegner auch nicht den Gefallen, Bilderbuch-Stats für ihre Kategorie zu erzeugen, sondern dann haben sie so hybride Stats. Dann haben sie Preflop-Stats wie ein Maniac, aber Postflop sind sie dann wie die Calling Station. Oder manchmal haben sie dann halt irgendwie, keine Ahnung, hohen V-Pip, hohen Preflop-Raise, aber dann sehr niedrigen 3-Bet-Wert und man kann sie nicht so eindeutig als Maniac dann behandeln. Also das ist manchmal sehr, sehr unterschiedlich und da muss man halt die Kategorie nehmen, wo er am ehesten reinpasst. Und bei dem hier 18-0 ist dann doch eher der Semifisch. So, das ist eine Nit. 0% Drive nach 120 Händen. Eigentlich ideale Spieler, um sie anzugreifen, mal Light vom Hijack. Aber dementsprechend deswegen muss ich natürlich auch holen. Kann mir ja keine Eskapaden erlauben und mit so einer halbgaren Hand wie 10-7 suited die 3-Bet zu callen. Denn es gibt sehr lose Blind Defender, da würde ich das durchaus machen, die dann auch Post-Flop häufig check folden auf bestimmten Boards. Dann denke ich, kann man mit so einer Hand wie 10-7 suited auch die 3-Bet in Position profitabel callen. Aber wenn er schon so tight ist und höchstwahrscheinlich halt starkes Ass oder hohe Pockets hat in seiner 3-Betting-Range, dann floppe ich einfach zu selten gut genug mit 10 Semi-Suited, um profitabel weiterspielen zu können. Dann lassen wir es lieber. So. Mal open raisen. Zumindest haben wir hier einen schwachen Spieler im Small Blind, den ich attackieren kann. Macht eine Donk-Bet. Ich könnte raisen, ich kann callen, ist beides möglich. In Position mit dem Open Ender und der Overcard call ich einfach nur. Kann ja kommen. Hier gibt es einen Value Squeeze. So. Mal gucken, wie viel ich setze. 19, dann sind 50 im Pot und noch knappe. Das reicht, um eine schöne Dreiviertel-Pot Value-Bet zu haben am River. Also wenn ich die Raise-Size mir so angucke, dann überlege ich halt irgendwie so, wie groß wird der Pot am River. Und wenn ich so eine Nat Hand habe, dann will ich natürlich auch eine Raise-Size wählen, die es mir erlaubt, eine gut proportionierte Value-Bet am River zu machen und den ganzen Stack von dem Gegner zu bekommen. So, und da der jetzt irgendwie mit warum man das gemacht hat, mit Sixes Samenschluss nochmal all-in gegangen. Wahrscheinlich ein Bluff irgendwie. Habe ich
keine Stats mehr von dem eingeblendet. Dann, sonst hätte ich dem nochmal so ein gelbes Kästchen geben können, dass der andere war. Gerne blufft. Jetzt notiere ich mir das mal. Aber Donk, Bad, Schaf, with Pocket Pair, S, Bluff. Und Blank. So, da ist auch schon weg. Aber naja, zumindest ein bisschen Geld gebracht. Kleine Pockets, da muss ich schon sehr guten Grund haben, um sie zu spielen. An so einem Full-Ring-Tisch. Der ist voll besetzt. Sehen wir hier an dem UTG-Schildchen. Das ist für mich standardmäßig ein Fold. Wenn jetzt sehr viele Stations dabei wären, also nicht nur der hier, sondern auch noch ein, zwei weitere, könnte ich damit vielleicht mal Open Raisen oder Limpen. So ist mir das dann nicht ausreichend genug. Und dann lasse ich es lieber sein. Jack 10, Easy Defend. Ah, ekliges Board. Bet foldet aber relativ häufig am Flop. Also würde ich hier den Flop mal check raisen. Als Bluff. Zwei Overcards, Backdoor Flush Draw, das heißt also, selbst wenn ich jetzt gecallt werde von dem Gegner, habe ich noch die Möglichkeit, einen Flush Draw aufzugabeln. Um dann vielleicht weiter zu barreln mit der aufgegabelten Equity oder einen Top Pair zu machen und das dann versuchen, halt irgendwie zum Showdown zu führen. Null versus Hero bisher. Wir sind deep. Ich werde mal out of position auf Set Value callen. Und wenn das Set kommt. Gegner hat einen sehr niedrigen 3-Bet-Wert. Werde ich, glaube ich, Donk betten. Ich möchte nicht, dass er mit irgendwelchen Overpairs hier behind checkt. Kleine Bet machen. Wahrscheinlich, wenn er jetzt pusht, bin ich draußen, weil ich nicht davon ausgehe, dass er mit blanken Overpair dann pusht auf dem Board, sondern dass er dann fast ausschließlich den Flush hat. Als vernünftiger Spieler. Und ich weiß nicht, ob er dann schafft, wenn mir called irgendwie am River. Es kann sein, aber ich bin mir da tatsächlich nicht sicher. Das ist eine interessante Situation. Ja, nice Peel. Klar, der regt sich jetzt ein bisschen auf, irgendwie, dass ich mit Sevens gepeelt habe, aber bei den Informationen, die ich zu dem Zeitpunkt in der Hand hatte, war es, glaube ich, okay. Naja, sei ihm vergönnt. Ich habe seine Kohle. Er kann sich ein bisschen aufregen. Nicht. Check flop, you get it all. Naja. Kann gut sein. So, er macht eine Conti-Bet auf dem Board und checkt dann. Ja, soll ich hier mit meinen Tens machen? Behind checken oder nochmal setzen? Ich glaube, setzen ist okay. Wenn er mich check raised, bin ich draußen. Und ich möchte mich zumindest vor Overcards und dem Flush-Draw beschützen. Ja, jemand hat in den Kommentaren zu einem Video gesagt, irgendwie so, es gibt ja eigentlich bloß so Value Bet oder Bluff als Grund. Und wenn ich sage Protection, dann hört sich das irgendwie so an, als ob ich der totale NL10-Donk bin. Mag sein, dass ich mich so anhöre dann, aber diese Einteilung in Value Bet und Bluff ist auf bestimmten Boards einfach außer Kraft gesetzt.
wenn ich davon ausgehe, dass halt keine schlechtere Hand mich called und keine bessere Hand foldet, kann es doch durchaus sein, dass eine Bet okay ist, wenn der Gegner, ja, wenn ich diese Bet nicht mache, dann niemals blufft und auch sonst mir keine Auszahlung gibt, falls er sich nicht verbessert. Und das ist halt so eine typische Situation gewesen da mit den Tens. Da möchte ich halt einfach nicht, dass der Gegner eine Free Card bekommt, sondern er soll eigentlich, wenn er Draw, bezahlen, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass er mit einem Flush Draw oder irgendwie sowas wie Ace King oder Ace Jack da bezahlt. Von daher ist es keine richtige Value Bet, wenn ich nicht der Meinung bin, dass er mit diesen Draw-Händen bezahlt. So, was ist hier passiert? Oh, nicht aufgepasst. Oh, einigermaßen aggressiv. Mal check, mal. Ich habe hier Hand gecheckt und raise jetzt den Turn auf dem Paired Board. Ist etwas loseres Play. Ich gehe davon aus, dass der Gegner fähig ist, mit fast seiner kompletten Range anzuspielen und dass der Raise am Turn halt unangenehm ist für ihn, wenn er nicht gerade eine 10 hat. Oder einen starken Draw oder irgendwie, keine Ahnung, Pocket 9 oder 4. Wird er häufig weglegen müssen. Jetzt, wenn er mich gecallt hat, irgendwie check ich einfach. Ich wollte noch sagen, ich habe zumindest die Hoffnung, gegen bestimmte Bereiche der gegnerischen Range wie geplatzte Open-Ender mit dem King Jack noch Showdown-Value zu haben. Und hier unten weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Ich könnte richtig groß setzen. Ah, mal gucken, wie er darauf reagiert. Zumindest blocke ich die Nut straight mit einer 8. Und seine Bets sind jetzt auch nicht so groß, dass ich jetzt sage, ich vermute da jetzt eine turbostarke Hand von ihm. Aber ich vermute bei mir auch kein großes Showdown-Value mit Ass 8. Ah, es hat geklappt, aber ich glaube, im letzten Video habe ich sowas Ähnliches gemacht. Irgendwie, da hat es nicht geklappt. Aber wenn es mal nicht klappt, trotzdem weiter versuchen, tapfer sein. Ab und zu mal irgendwie versuchen, Value zu generieren, ohne die nötige Hand dafür zu haben. Ja, und die Hand kann ich nicht weglegen. Irgendwie ist mein Geburtstagssuited irgendwie in so einem Video. Muss ich einfach spielen. Als eine der letzten Hände. Können wir schon mal die Tische ausmachen gleich. Ja, es ist halt nur so ein Gag von mir. Also normal, ich gehe nicht davon aus, dass ich das profitabel spielen kann. Zumal wir hier einen Maniac haben im Big Blind. Aber ich werde es trotzdem jetzt einmal callen, irgendwie aus, wie gesagt, aus Gag. Und ab und zu trifft man damit irgendwas Nettes, wie zum Beispiel hier ein Flush Draw. Und Backdoor Straight Potenzial habe ich auch noch. Gegner hat eine sehr weite Range, hohen 3-Bit-Wert. Mit einem Nut Flush Draw würde ich vielleicht irgendwie raisen können, wenn ich sowas hätte wie King 9. Also einen starken Combo-Draw. Aber hier call ich einfach bloß mit und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dem Gutshot irgendwie aktiv zu werden. Oder mir eine Free Card zu nehmen. Und ich glaube, eine Free Card ist okay. Ich will nicht gecheckraised werden hier. Das wäre sehr, sehr nervig. Und jetzt kann ich ja noch eine Value Bet platzieren. Und da hat mein Geburtstag wieder zugeschlagen. Wunderbar. Ja, also verurteilt mich nicht zu sehr für diesen Move. Irgendwie ist sehr loose gewesen. Und
könnte jetzt irgendwie sagen, liebe Kinder, macht das bitte zu Hause nicht nach. Aber das hört sich auch ein bisschen blöd an. Man kann es ab und zu mal vertreten und ich finde, Poker sollte auch noch Spaß machen nach dem ganzen harten Gegrinde und ich nutze halt meinen Südgeburtstag, um mal solche Plays zu machen. So, den mal isolieren. Alle Tide hinter mir. Spieler hat einen hohen Fold-to-Conti-Bet-Wert. Also grünes Licht, um hier mit einer weiten Range den Gegner zu isolieren. Ja, so ist natürlich perfekt, die ganzen Nits zur linken Seite und den schwachen Spieler zur rechten. Oh, da gibt es einen Cold Caller im Big Blind. Keine Sample Size. Können wir noch nicht einschätzen. Der macht mir nicht so die Sorge. Also Heads up würde ich hier raisen und erwarten, dass ich den Gegner häufig zum Folden bekomme. Wenn er sowas fährt wie ein King oder eine Ten und damit diese Min-Bet macht. Aber der ist mir ungeheuer. Und da ich null Equity habe hier im Pot, kann ich die Hand auch, glaube ich, ganz gut aufgeben. Mit den Achten. Erste 3 wird von ihm gegen mich. Kann ich, glaube ich, folden. Kann ich auch callen. Hier. Glaube ich, calls unter der Bedingung, dass ich glaube, dass er auf ungünstigen Boards häufig check folden wird. Jetzt setzt er 5. Das ist merkwürdig. Ich glaube, einmal kann ich es callen und dann, wenn eine größere Bet jetzt kommt am Turn, gebe ich die Hand auf, weil ich denke, dass er mich dann sehr, sehr häufig irgendwie in den Pot reinhungern will mit einer besseren Hand. Und da ich keine Möglichkeit habe, mich zu verbessern, außer ich treffe mal eine 8, habe ich hier auch aufgrund dieser guten Pot-Odds, die ich bekomme, fast 5 zu 1, nicht die Möglichkeit für einen profitablen Call. Und da braucht man wirklich mehr Informationen über den Gegner, ob er das jetzt macht, irgendwie mit einer Ace-King-Hand, dass er da irgendwie so eine Art Blocking-Bet macht, dann kann ich natürlich callen. Macht das mit einem Flush-Draw als Blocking-Bet, um sich den Preis für seinen Draw selber festzulegen. Wie viele Flush-Draws hat er irgendwie, mit denen er da Out of Position 3 bettet, Preflop? Nicht allzu viele. Wenn, dann sind es halt irgendwie richtig starke Flush-Draws, die noch zusätzlich einen Gutshot haben auf dem Board. Und man kann auch sagen, dass es ein Board ist, was tendenziell mich als In-Position-Caller einer 3 wird natürlich auch sehr, sehr stark hittet. Ich habe hier sehr viele Sets, Overpairs, Draws, die ich halten kann. Und dementsprechend sollte da auch nicht leid irgendwie. Oder als Bluff irgendwie diese kleinen Bets machen, out of position. In der Theorie. In der Praxis haben die Leute ja manchmal sehr merkwürdige Ideen. Ja, dieser grüne Kasten bedeutet, dass ich hier über 200 Big Blinds deep bin. Das zeigt mir der Star selber an. Immer ganz gut, wenn man viele Tische spielt. Dann weiß man halt irgendwie, bei welchen Tischen sollte dann Hauptaugenmerk sein, wo muss man halt sich ein bisschen Postflop, Entschuldigung, Preflop umstellen, falls es so hier zum Beispiel jemanden gibt, mit dem ich deep bin. Da spielen wir ein anderes Spiel, da kann ich Leiter 3 betten, da kann ich mit anderen Händen 3 betten, da kann ich
auch viel häufiger flatcallen, einfach weil wir deep sind und ich Position auf ihn habe. Eigentlich wollte ich Good Luck sagen, bevor ich den Tisch verlasse, weil ich habe fälschlicherweise vergessen, dass ich von der Hand spiele, dass Good Luck fehlinterpretiert werden kann. Ist ein bisschen ärgerlich. Da war ich selber zu paddelig. So. Ich glaube nicht, dass ich hier noch eine Value Bet platzieren kann gegen einen Spieler, der einen sehr hohen Photo-Contact-Bet-Wert hat. Das ist für mich eher so eine Karte, wo es darum geht, Schaden zu begrenzen. Und ja, gegen genau den Gegner bin ich hier draußen. Ja. Da bin ich doch ein bisschen fischig rübergekommen mit dem Kommentar. Aber egal. Bisschen Plus gemacht in der Session, war eigentlich ganz cool. Ein paar interessante Spots gehabt und auch ausführlich erklärt. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat. Und ja, falls ihr natürlich weitere Fragen habt, dann nutzt bitte die Kommentarfunktion hier bei YouTube. Und falls ihr Interesse an privatem Coaching habt, dann könnt ihr euch natürlich gerne melden. Details dazu sind in der Beschreibung vorhanden. Alles klar, macht's gut. Das war euer Eckesach. Bis zum nächsten Mal.